Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. In der Heide, in den wunderschönen Erathel-Ebenen. Und hier wollen wir uns hier um den Typen kümmern mit einer melodischen Musik im Hintergrund, die jetzt kurz weggegangen ist. Rathofers Lackhain. Ein Alpha namens Rathofer hat mich gebeten, in seinem Namen einige Gegenstände zu verkaufen. Zuerst soll ich Bannraun, den Schmied, Rathofers Silber anbieten. Wenn ich es zuerst einschmelze, bekomme ich einen besseren Preis dafür. Und genau das werden wir jetzt mal machen hier an dieser Stelle. Und er müsste dann hier wohl drinne stecken, was ziemlich schön ist, wenn der so in der Nähe ist und ich nicht immer so weit rennen muss. Willkommen in der Schmiede. Hallo. Habt ihr noch mehr Arbeit für mich? Oder wollt ihr die Schmiede selbst nutzen? So oder so, mein Geschäft steht euch offen. Okay, ich hätte etwas Silber zu verkaufen. Dieses Silber kenne ich. Ich habe es für Rathofer gefertigt, als er noch den großen Herrn bei uns spielte. Der Krieg hat ihn wohl endlich eingeholt. Das war gutes Silber, wenn ich mich recht entsinne. Doch im Moment habe ich ohnehin genug zu tun. Also gut, hier ist etwas Geld. Na, das hat doch gut geklappt. Die Schmiede steht euch stets zur Verfügung. Danke. Ach, der ist ja nett. Ein netter Schmied. So, dann gehen wir mal zurück. Gucken, was er dazu sagt. Diese verdammten freien Männer kommen dem Dorf mit jeder Jahreszeit näher. Ihr solltet euch die Aufträge ansehen, die ich ausgeschrieben habe, um ihre Reihen auszudünnen. Okay. Bewahrt den Frieden. Warum wird mir das jetzt hier... Ah, guck mal. Wir müssen dieses Geschäft bald abschließen. Ich brauche dieses Geld möglichst bald. Das Silber ist verkauft. Ich hätte nie geglaubt, den Tag noch zu erleben, an dem ich mich über eine solch geringe Summe freue. Die Dorfbewohner freuen sich wohl mit mir. Doch soll die Vergangenheit ruhen. Ich habe noch etwas für euch. Mein Tuch. Etwas mitgenommen, doch der Stoff wird von Alchemisten für die Handhabung von Reagenzien verwendet. Askeltorin kauft das Tuch vielleicht. Er ist stur, doch er kann nicht falschen. Seht, welchen Preis ihr aushandeln könnt. Was soll ich mit diesem Tuch? Askeltorin, der örtliche Alchemist, ist daran interessiert. Okay. Seht, welchen Preis ihr mit ihm... Ich habe übrigens den Typ gerade verwechselt, merke ich gerade. Aber egal. Nun, der oder der ist ja auch Wurst. Dann machen wir das mal. Mal gucken, wie lange das dauert. Ich hoffe, nicht lang. Ich will nämlich jetzt auf die andere Insel wieder zurück. Ich will nämlich auf die östliche Seite wieder. Und mit... Eine Kundin. Und mit dem Hauptquest gern weitermachen. Rathofer schickt mir extra eine Botin? Ich fühle mich geehrt. Sagt mir, was ihr wollt. Naja, ich möchte nicht mit dem Hauptquest weitermachen. Ich will schon noch erstmal die anderen auf der anderen Seite noch machen. Nicht, dass ich was Falsches hier erzähle, aber dann würde ich gerne dem entgegensteuern. Ich möchte ein Tuch verkaufen. Ah, Rathofers neues Botenmädchen. Rathofer ist seit Jahren in der Stadt, doch seit seiner Rückkehr aus Tyvili höre ich heute zum ersten Mal von ihm. Nach über 10 Jahren. Eine unschöne Angelegenheit. Ich habe sein Tuch schon einmal gesehen und weiß von seinen Eigenschaften. Ich kaufe es. Okay, cool. Und dann können wir sowieso bei ihm auch einkaufen, zum Beispiel Tränke, was gar nicht mal so eine schlechte Idee ist. Ich habe nämlich nicht mehr viel. Also gut. Okay. Ja, das klappt ja ganz gut. Was hat er hier so in seinen Regalen? Was steht da über das Hahn? Über das Huhn. Sag ich doch. Hahn. Huhn. Huhn, Hähne. Hahn. Gut, okay. Ich meine, solche Leute hier wie der Schmied, die könnten natürlich auch Set-Sachen haben in ihren Kisten, ne? Vielleicht hätte ich über das Spiel über noch ein bisschen mehr die Augen danach offen halten sollen. Ich weiß es nicht. Komm mal her. Was braucht ihr, Fremde? Was machen meine Angelegenheiten? Die laufen gut. Das Tuch ist verkauft. Und ich hoffe, ihr habt von Askel bekommen, was ihr wolltet. Ich habe noch etwas, was ihr verkaufen sollt. Ein paar Dolche. Fünfig Iva sammelt Waffen. Prunkhafte, gemmenverzierte Zeremonienwaffen zwar, doch dennoch Waffen. Vielleicht solltet ihr einige Gemmen in die Dolche fassen. Handelt dafür aus, was ihr könnt. Aber schafft sie mir aus den Augen. Wie jetzt? Also... Verkauft sie an Fünfig Iva. Aber ich soll jetzt... Er ist recht eitel. Ja, aber ich hab jetzt... Muss ich jetzt erstmal zum Gemmenschleifding? Weil ich hier gar nicht jetzt weiß, was er mir... Welche Dolche... Ah, hier. Rathofers Dolche. Okay, und da kann ich jetzt irgendwas reinklatschen, oder was? Ja,
Ja, super. Jetzt muss ich auch noch arbeiten für dich. Kannst du das nicht mal selber machen? Oh. Hm? Was ist denn? Muss ich denn dafür hin? Gemmen schleifen. Ist das nicht hier auch? Eine Kundin. Nee, das ist ein Alchemielabor, aber ich glaube hier unten. Genau, da kann ich auch ein paar Gemmen einfassen. Irgendwelche billigen halt. Einfassen. Rathofers Dolche. 17 Mana? Das ist aber ein bisschen schade für den Kram hier, ne? Ist das meine einzige Funktionsgemme oder was? Herstellen. Einfassen. Nein. Sollst mal was herstellen. Funktionsgemmen. Ich hab doch hier einiges. Nimm doch mal irgendwas Trübes hier. Irgend so ein Scheiß. Hier. Das da. Wovon haben wir denn mehrere? Die sind aber funkelnd. Funkeln ist viel zu schade. Hier, Trüb. Nimm Trüb. Trüb. Da. Genau. Toll. So. Und jetzt kannst du schon mal einfassen. Rathofers Dolche. Das da. Toll. Super Dolche. Genau. Und, da fehlt doch noch was, oder nicht? Männchen mal. Waffen. Ach so, das war nur eine. Eine Funktion. Ich dachte, da waren zwei. Nee. Doch, siehst du, waren noch zwei. Eine Waffengemme brauche ich auch noch. Irgendeine billige. Herstellen. Waffengemme. Wieder was Trübes. Trübes am besten, wovon ich zwei habe. Und das da. Ja, kriegst du noch ordentlich ein Feuer. Oh, wir könnten uns selber ja mal einen Feuerschaden eigentlich machen, ne? Eigentlich könnten wir das mit den Dolchen schaffen, unseren Quest zu machen. Weil wir nämlich damit einen Feuerschaden jetzt gemacht haben. Das ist interessant. Weil eigentlich hatte ich das jetzt gar nicht vor. Einfassen. Rathofers Dolche. Bitteschön. Voll die Mega-Dolche. So. Was hat der hier noch? Könnte ich aufbrechen. Wollen wir das mal heimlich machen? Hallo? Hörst du mal auf, kaputt zu gehen? Illuminator-Handwickel. Und der sieht mich doch nicht, ne? Töter, die nehmen wir doch mal heimlich mit. Hoffentlich sagt er nichts. Ich hab nichts geklaut. Eine Kundin. Ja, eine Kundin, die bei dir geklaut hat. Dabei war es so ein netter Schmied. Und ich hab ihn betrogen. So. Jetzt könnte ich das da wegbringen, aber das ist jetzt der Witz, ne? Kann ich jetzt, weil wenn ich den Blödsinn hier ausrüste, weil das ja endlich mal... Hätte ich auch früher schon drauf kommen können, aber hatte ich keine Lust. Was ist denn eigentlich mit den Handwickeln? Sind die... Ach, die sind gar nicht gut. Hätte er behalten können. Wir können waffentechnisch diese Dinger ausrüsten, weil die sind nämlich flammig. Und mit flammig können wir dann eigentlich den anderen Quest lösen. Die 100 Pflanzen nämlich. Vielleicht sollten wir einmal kurz einen Abstecher machen zu diesen komischen Blumen. Hier. Geh mal zu den Blumen. Und dann versuchen wir das nochmal. Es ist ja schon eine ganze Weile her. Aber wenn wir schon mal gerade zufällig eine Waffe haben mit Feuer, dann hätten wir das auch gleich erledigt. Das wäre doch was. Ja, super. Jetzt kommen die hier natürlich angetanzt. Das ist doof. Ach ja. Wie wär's mal wieder mit Feinklingenkämpfen? Haben wir schon ewig nicht gemacht. Hallo, hallo, hallo. Und ich habe hier irgendwas Cooles gerade gemacht. Nee, habe ich nicht. Ach, ich verstehe. Ich habe gerade statt meinem Bogen die Feinklinge genommen. Das ist natürlich schlau. Wunderbar. Das war jetzt mit feinen Klingen und mit
mit dem Chakram, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Ich habe hier aus Versehen was falsch gemacht. Sekundär bleibt nämlich immer der Sturmrufer. Und primär wollte ich nur ändern. So. Ist das jetzt so weit weg? Warum ist denn das alles so weit? Und Leute. Okay, die sind zu schwach. Damit komme ich gerade irgendwie nicht so weiter. Okay. Machen wir mal einen Abstecher da oben hin. Da ist ein Haufen. Was sind da eigentlich für ein Haufen? Ist ja egal, ne? Die trauen sich doch gar nicht, mich anzugreifen, oder? Die sind so süß. Guckt euch die kleinen Schnuffis an. Oh, schön, dass ihr alle auf mich zukommt jetzt. Manno, diese blöden Zombies haben es versaut. Tut mir leid, ich wollte euch gar nicht angreifen. Ich kann nichts dafür. Okay. Ja, so hier ist sie doch. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ne? Das hat ja damals nicht so wirklich geklappt. Jawohl. Das ist ja geil. Hey, jetzt geht's auch. Mit ein bisschen Feuer ist alles möglich, Leute. Toll. Jetzt ist sie auch aufgegangen. Oh Mann, oh ey. Und was haben die hier alles noch? Ah, Dietriche. Ja, die will ich alle haben. Finde ich super, die fehlen mir immer. Habe ich schon geguckt. Okay, dann jetzt zum nächsten. Ja, da wir hier relativ selten waren, sind hier natürlich immer noch mehr Feinde. Tja, aber was soll's, kriegen wir schon hin. Muss ich nach oben? Kann das sein? Oder muss ich, wo muss ich lang? Nee, ich soll hier lang. Was ist denn das so weitläufig? Warum ist das so weit weg? Oh nee, warte mal. Dann laufe ich aber nicht die ganze Strecke nochmal zum anderen gelben Kringel zurück. Das ist auch ätzend. Dann laufe ich erstmal zu dem. Ich glaube, der ist näher dran als der andere. Seit wann können die eigentlich so... Ist mir das noch nie aufgefallen? Oder seit wann können die hier so Blitze zaubern und so? Ist mir das noch nie aufgefallen? Ich habe keine Lust, mit denen zu kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen versuche ich, die gerade so ein bisschen zu umgehen. Ja, ihr bemerkt mich gar nicht. Aber die bemerken mich. Ach, die! Ja, ja, die kennen wir auch schon. Die stehen da ja immer. So. Danke für die Schätze. So, jetzt gehen wir wieder hier lang. Oh, das ist echt weiter weg jetzt, als ich dachte. Mach mal hinne hier. Da hinten, ich sehe sie schon, die Blume. Die kriegen wir hin. Aber hier kommen wieder Gegner. Scheiße. Oh nö, jetzt kommen sie alle wieder. Uah.
So. Die sind auch wieder erledigt. Jetzt haben wir wieder freie Bahn für die nächste Blume. Ha, dann haben wir den ja auch gelöst. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir das in diesem Part machen. Ja, mach mal. Geile Sache. Echt cool. Jetzt haben wir sie zum Erblühen gebracht, damit sich die Menschleins freuen können. Eine makellose Eisscherbe, auch schön. Jetzt ist die Frage, können wir nicht da ein bisschen schneller hinreisen? Guck mal, machen wir so. Es geht bestimmt schneller, wenn wir jetzt zu der nächsten Blume so reisen. Was soll denn der lange Weg hier? Das nervt doch nur. Ich meine, klar will man die Nebenquests schaffen, aber man will jetzt auch nicht Stunden damit verbringen, oder? Das wird dein Tod sein. Und auch deiner. Selbst schuld, mich anzugreifen. Oh. Wo kommt die denn noch her? Tja. Wo kommen die nächsten? Das war eine coole Perspektive jetzt irgendwie. So, irgend so ein Zepter brauche ich nicht. Gold kann nie schaden. Irgendwo da müsste die nächste. Da ist sie schon. Ich sehe sie. Aber hier sind immer Gegner. Menno. Hi. Endlich kommst du mal raus hier, dann versteckt. Hallo, jetzt stirb. Ach, ich kämpfe die ganze Zeit ja mit meinen... Oh, ich denke die ganze Zeit, was ist los hier mit meinen Chakrams? Das war jetzt auch schlau. Warum dauert das so lange? Ja, warum dauert das so lange? Weil ich nur mit den blöden Dolchen kämpfe. Klar dauert das dann lange. Entschuldigung. So. Jetzt schon wieder ändern. Das waren sie. 3 von 3 von diesen schönen Blumen. Prima. Dann, ja. Müssen wir jetzt wieder zu ihm zurück? Wohin muss ich dafür? Ich weiß gar nicht mehr, wo der lebte, der Mensch. Feier-Typ. Ich glaube, das war ein Feier. Irgend so ein Alpha-Typ halt. Und er stand oben, das weiß ich noch. Ich werde auch sofort wieder zurückgehen zu dem anderen und dem seine Dolche geben. Die haben mir jetzt gute Dienste geleistet. Die sind jetzt schon ein bisschen gebraucht worden. Kriege ich vielleicht nicht mehr so viel Geld. Mal gucken. Ich rieche sie in den trockenen Winden. Eure Augen mögen den Verfall nicht sehen, aber ich versichere euch, er ist da. Sollen die kleinen Eindringlinge machen, was sie wollen. Die Brachlande werden es überstehen. Und alle Wunden schließen, die sie reißen. Ja, hast du jetzt verstanden, dass ich das für dich gemacht habe? Üblicherweise blühen sie nur alle 100 Jahre. Das Land regt sich und erwacht. Und was verging, wird wiedergeboren. Das ist der Lauf der Dinge. Lebt okay, wohl. Okay, also ist jetzt vorbei, ja? Bist jetzt glücklich mit deinen Blumen? Ich habe mir voll die Mühe gegeben.
Ja, guck, jetzt ist der auch weg. Das ist ja schön. Ja, dann wollen wir mal schnell wieder zu dem zurück. Was sollen wir hier eigentlich? Das war jetzt mal so ein kleiner Abstecher wieder woanders hin. Und ich möchte jetzt hier zurück zu nach Eiten. Genau, so heißt das Örtchen hier in der Heide. Sehr schön. Mag die Gegend. Weg mit dem Dolch. Dafür muss ich aber den, glaube ich, erstmal wieder weg ausrüsten, damit ich ihn verkaufen kann. Und der ist jetzt gebraucht, ne? Ich weiß, wie gesagt, naja, egal. Scheiß drauf. Hauptsache, der kommt weg. Ich steh mal auf hier. Ich habe einen geilen Dolch für dich. Gebraucht, benutzt und diese abgenutzt. Diese verdammten freien Männer kommen dem Dorf mit jeder Jahreszeit näher. Ihr solltet euch die Aufträge ansehen, die ich ausgeschrieben habe, um ihre Reihen auszudünnen. Ich möchte diese Dolche verkaufen. Ratofers Gehilfin, nicht wahr? Nun, lasst sehen, was ihr da habt. Bei den Göttern. Total abgenutzt. Alle Alpha kennen diese Dolche. Sie werden den Helden der Schlacht auf der Galafor-Ebene überreicht. Ratofer hat sie dafür erhalten, dass er Rat hier vor den Tuata gerettet hat. Seht euch diesen Stein an. Er glänzt wie an dem Tag, an dem er in die Klinge eingesetzt wurde. Ich kaufe sie euch ab. Sie müssen erhalten bleiben. Ja, der ist aber begeistert. 450 Gold. Na, guck, was meine Gemmen so rausgeholt haben noch. Bewahrt den Frieden. Und die sahen so richtig schön nach Krieg jetzt aus, weil ich mit denen gekämpft habe. Ist hier irgendwas Cooles? Nö. Gut, dann können wir jetzt wieder zu dem Typen zurück. Dem Blaumann. Und dann hoffe ich mal, dass der jetzt nicht 1000 Sachen noch für mich hat zu verkaufen. Da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Willkommen in. Aber ich kann ja es dann auch nicht lassen. Ne? Ich kann das dann nicht so unfertig stehen lassen. Was braucht ihr, Fremde? Was machen meine Angelegenheiten? Fertig. Gut, verkauft doch diesen Ring. Es gibt eine Einsiedlerin, die am Stadtrand lebt. Nell, der Ring bedeutete ihr etwas. Vor langer, langer Zeit. Die Zeit hat seinen Glanz geraubt. Doch der Trank aus einer Säurelösung wird ihn wieder erstrahlen lassen. Nell wird dafür gut bezahlen. Der Trank aus einer Säurelösung, was? Er geht an die singende Nell. Der Ring ist über die Jahre etwas mit angelaufen. Säure polieren, wie mache ich denn das? Rathofers Ring verkaufen, Ringpolitur. Und die kann ich jetzt direkt bei ihr kaufen oder wie? Weil ich weiß nicht, wie man sowas macht. Ehrlich gesagt. Hier ist sie. Okay. Ach, die ist das. Ach ja, die singende Nell, die kennen wir ja schon. Seid ihr hier, um der alten Nell einen Besuch abzustatten? Was ihr sucht, ist nicht Nells Gesellschaft, sondern das Dorf. Dort gibt es Läden und Leute, die Handel treiben. Ich möchte einen Ring verkaufen. 10 Jahre nachdem Rathofers Knappen und Pagen starben, bringt mir eine neue Dienerin diesen Ring. Er ist so grün und alt wie mein Herz. Doch wenn Rathofer einen Teil seiner selbst zum Verkauf stellt, ist es nur richtig, dass ich ihn kaufe. Ich habe hier meinen eigenen kleinen Schatz. Nehmt ihn. Lasst nur den Ring hier. Aber ich habe den jetzt gar nicht schön gemacht, ne? Egal, Hauptsache sie kauft den, ne? Flattert davon. Ja. Wie ein Vögelchen. Wieso hat denn das jetzt geklappt, ohne dass der jetzt irgendwie poliert wurde oder so? Ist das jetzt egal gewesen? So eine Ringpolitur. Ich habe das jetzt. Hätte ich jetzt gern gewusst eigentlich, wie das gegangen wäre. Egal. Was braucht ihr, Fremde? Was machen meine Angelegenheiten? Der Ring ist verkauft, trotz ohne Politur. Es war schwer, mich davon zu trennen. Doch es musste sein. Von einem Ding muss ich mich noch trennen. Meiner Urkunde. Der Urkunde, die meine Herkunft zeigt. Sie befindet sich in den Ruinen unseres Familiensitzes, Korgan Holt. Sie soll an Gordan Lot verkauft werden, den Wirt. Gebt sie ihm, welche Bedingungen er auch stellen mag. Wo finde ich eure Urkunde? In Korgan Holt. Es war einst der Sitz der Familie Rathofer. Doch seit ich es aufgegeben habe, hausen dort dunklere Dinge. Klingt ja spannend. Davon muss ich mich ja eigentlich mal überzeugen. Aber der Part ist jetzt eigentlich auch schon wieder um. Es wird ein bisschen knapp, ne, wenn ich da jetzt auch noch hin muss. Ist das jetzt voll weit weg und so, oder? Wo ist denn das?
Ach, das ist ja gar nicht weit weg. So, einfach nur mal hier auf der anderen Seite. Okay, dann würde ich sagen, mache ich einen Cut und beende diesen Quest dann im nächsten Part. Und wir sehen uns, wie immer, hören uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur. Bis dann!